Anne Gorke-Show ist immer absolut elektrisiert. Also mir geht es zumindest so. Wie geht's denn dir, Jeanette? Also ich muss sagen, das ist die Show, die mir absolut im Kopf hängen bleibt, weil es gab eine Hip-Hop-Performance, die Musik war sensationell und passend zur Mode, weil die war auch entspannt, Street-Style, casual, cool. Alle Models kamen in Sneakern und die Models haben getanzt auf der Bühne, also wo gibt es sowas? Eine der besten Shows. Muss ich auch sagen, also der absolute Hammer. Normalerweise ist es manchmal, muss ich zugeben, auch ein bisschen einschläfern, so nach der vierten, fünften Show am Tag, aber die hat so richtig wachgerüttelt und auch modisch natürlich voll überzeugt. Übrigens, modisch überzeugt, du gibst uns ja die ganze Zeit schon Feedbacks und wir werden gleich noch ein kleines Interview mit dir machen über das Feedback der gesamten Fashion Week, oder? Gerne, ich habe Zeit. Ich verlinke euch das in die Infobox und einfach draufklicken. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder wo sagst du, nicht dein Stil, weil klar, jeder Designer hat seinen eigenen Stil. Also ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Also die Show hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich habe darauf gewartet, dass dieser Metallic-Effekt wieder hervorgeholt wird.